Linden backt. Wir haben in eine Backstube geschaut, in der noch richtig gebacken wird. Brot für die Welt. Eine Hilfsorganisation wird 60 Jahre alt. Und damit begrüße ich Sie zur Wochenendausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Wir haben in dieser Woche hinter die Kulissen der Bäckerei Linden backt an der Limmer Straße geschaut. Die ist nach viel Trubel aus einer Filiale der Biobäckerei Doppelkorn entstanden und arbeitet genossenschaftlich. Jetzt sehen Sie den letzten Teil der Serie. Wir haben in die Backstube geschaut und uns angesehen, wie Brot und Brötchen gebacken werden. Wir befinden uns im Jahre 2019 nach Christus. Ganz Hannover ist von Billigbäckern und Brötchenketten besetzt. Ganz Hannover? Nein, eine von unbeugsamen GenossInnen geführte Bäckerei fängt gerade damit an, den Aufbackwaren Widerstand zu leisten. Hallo, herzlich willkommen bei Linden backt. Ich mache mir kurz einen Kaffee und dann zeige ich euch mal unseren Laden. Kleinen Moment. Ja. Das Wichtigste in einer Bäckerei sind natürlich die Backwaren. Die sind alle bio, vom Brot übers Croissant bis hin zu kleinen Törtchen. Einer der größten Unterschiede zu anderen Bäckereien ist aber, alles, was hier verkauft wird, wird auch hier gebacken, in der alten Backstube im Hinterhof. Hier kommen wir erstmal in die Backstube selber rein. Genau. Hier werden die Teige zubereitet. Auch dabei achtet die Genossenschaft auf Nachhaltigkeit. Dazu wurde extra ein neuer Ofen angeschafft, der besonders wenig Hitze verliert. Aha, das ist, glaube ich, besonders. Du darfst nicht so nah rankommen, es ist heiß. Ja, hier haben wir jetzt quasi unser Herzstück, unseren Ringrohrofen. Hier sieht man jetzt die Rohre, die jetzt hier drinnen laufen. Die jetzt um jede Backkammer rumlaufen, jeweils. Und ja, hier unten ist halt ein Brenner drinnen. Der halt in den Rohren läuft eine Flüssigkeit und der Brenner erhitzt quasi die Flüssigkeit. Also. Und da ist ein Gasofen. Und ja, macht Spaß drin zu backen auf jeden Fall. Ja, also wenn wir den Ofen jetzt ausmachen, normale Öfen, die gehen halt runter bis teilweise 30 Grad oder sowas. Und wenn der Ofen jetzt aus ist, der springt um 4.30 Uhr wieder, um 3.30 Uhr wieder an. Wir fangen ja um 5 Uhr an. Der springt um 3.30 Uhr an. Und der hat dann, bevor er anspringt, hat er ungefähr noch so um die 100, 150 Grad so in dem Dreh. Zum solidarischen Konzept gehört aber nicht nur der schonende Umgang mit Ressourcen, sondern auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Im Gegensatz zu anderen Bäckereien und großen Brötchenunternehmen wird hier tagsüber gebacken, eine bedeutende Entlastung für die Backstubencrew. Reik Lampert hat auch schon in anderen Betrieben gebacken. Und die haben halt um 1 Uhr angefangen. Und da musste ich halt, ich habe dann noch eine halbe Stunde Fahrtweg gehabt, ich habe noch einen Hund. So im Endeffekt war dann halt die Nacht um 11 war die Nacht zu Ende. Für mich dann. Da musste ich halt aufstehen und dann Hund raus, essen, dann halt noch eine halbe Stunde Fahrt, damit ich dann halt pünktlich um 1 Uhr halt auf der Arbeit war. Also jetzt momentan ist es halt wesentlich angenehmer, weil der Nachtschlaf, man sagt halt so, ist halt nicht nur ein Aberglaube, dass halt der Nachtschlaf wirklich besser ist, sondern es ist halt auch wirklich so. Das Brot landet immer frisch im Regal. Wegen der Arbeitszeiten in der Backstube manchmal halt erst am Mittag. Das scheint die Kundinnen und Kunden aber nicht zu stören. Neben Brot und Brötchen gibt es hier an der Limmerstraße auch weit süßere Waren, wie die Törtchen. Für die ist Törtchen zuständig, einer der wenigen Bio-Konditoren in Deutschland. Und der ist von Anfang an mit dabei. Moin Törtchen. Hallo. Ja, Törtchen ist unser Konditor. Törtchen hat zu Doppelkornzeiten noch nicht hier in dem Ensemble gearbeitet. Aber wenn ich richtig informiert bin, bist du Mitgründungsmitglied. Ist das richtig? Ja, genau. Also jetzt das jetzige Jahr. Genau, von der Genossenschaft Linden backt. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Auch hier Kollege Ares, der hier im Aufsichtsrat ist,
der hat mich angesprochen, weil wir brauchten noch irgendwen für die Konditorei, weil das Kaffeekonzept irgendwie darauf ausgelegt ist, dass es hier irgendwie so ein Kuchentörtchen-Gedöns gibt. Und ich war gerade dabei, mich selber selbstständig zu machen. So, und bin dann haben wir uns 3 Monate irgendwie miteinander unterhalten. Ich habe dauernd Törtchen gebacken und geguckt, inwiefern es übereinander passt. Und dann haben wir halt einen Kompromiss gefunden und jetzt stehe ich halt hier. Richtig günstig ist das, was in der Auslage landet, natürlich nicht. Für den gleichen Preis gibt es bei den Ketten in der Nachbarschaft schon mal doppelt so viele Brötchen. Gerade das finden Johanna und die Fans von Lindenbackt aber problematisch. Also da muss man sich natürlich die ganze Produktions- und auch Wertschöpfungskette angucken. Punkt 1, woher kommen die Rohstoffe? Punkt 2, haben die Rohstoffe für eine Qualität? Punkt 3, wo, wie und unter welchen Umständen werden sie verarbeitet? Punkt 4, in welcher Größenordnung schmeckt sich diese Produktion da? Und so weiter und so weiter. Also ich glaube, da hilft nichts, als einfach umzudenken und sich klarzumachen, wenn ich möchte, dass das Ganze fair abläuft, dann kommt dieser Preis halt dabei heraus. Also wenn ich das nicht bezahlen möchte, dann weiß ich, dass da unfaire Dinge passieren und die bezahle ich dann halt nicht. Also. Zurück zum Zweck einer Genossenschaft, der wirtschaftlichen Förderung ihrer Mitglieder und der Identität von Eigentümerinnen und Kunden. Service- und Verkaufspersonal verdient in der Regel nicht so viel, dass es für Biobrot und Brötchen reicht. Wie ist das hier? Kann sich Christian nach seiner Schicht im eigenen Laden mit Backwaren eindecken? Ja, also letztendlich schon. Das ist natürlich, wie gesagt, wir sind ja jetzt seit einem Vierteljahr erst am Start, haben jetzt relativ hohe Investitionskosten halt ausgegeben, die erstmal wieder zurückgeholt werden müssen. Aber ist auf jeden Fall das Ziel, ja. Christian, Johanna, Törtchen, Reik und ihre MitstreiterInnen stehen auf jeden Fall hinter der Idee des solidarischen Wirtschaftens in ihrer Genossenschaft. Und zumindest hier auf der Limmer Straße muss man sagen, das Konzept scheint aufzugehen. Soweit unsere Serie Lindenbackt. Sollten Sie die anderen Teile verpasst haben, den ganzen Film sehen Sie am Freitag kommender Woche um 18.30 Uhr direkt vor 0511. Und weiter geht es mit der zunehmenden Digitalisierung im Alltag. Dazu ist wieder einmal geforscht worden und wieder einmal ein Preis vergeben worden. Mehr dazu und weitere Nachrichten aus der Region sehen Sie jetzt im Überblick. Das Laserzentrum Hannover, kurz LZH, erhält als erstes Projekt aus der Landeshauptstadt die Auszeichnung Digitaler Ort Niedersachsen. Damit zeichnet das Wirtschaftsministerium über seine Digitalagentur Akteure und Initiativen aus, die sich besonders um die Digitalisierung verdient gemacht haben. Stefan Muhle, Staatssekretär für Digitalisierung, beschreibt das LZH als eine Forschungsinstitution mit nationaler Ausstrahlungskraft. Hier werde außerdem ein Wissenstransfer für kleine und mittelständische Unternehmen organisiert. Darüber hinaus können wir aber auch sagen, dass hier mit ganz viel Mut und Weitsicht an den Themen der Zukunft gearbeitet wird. 3D-Druck, additive Fertigung ist eine ganz wesentliche Technologie, die in der Wirtschaft heute schon Anwendung findet, aber wo die Grenzen überhaupt noch nicht gesteckt sind. Und da leistet die Arbeit des LZHs einen ganz wesentlichen Beitrag. Unternehmen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, können sich beim Wirtschaftsministerium um den Titel Digitaler Ort Niedersachsen bewerben. Dritter Anlauf für Leihräder in Hannover. Seit heute stehen in der City neue Leihräder der Firma Nextbike. Nach dem Aus von O-Bike im vergangenen Jahr scheinen jetzt auch die Räder der Firma Mobike abgelöst zu werden. Nextbike ist laut eigenen Angaben bereits in mehr als 60 deutschen Städten vertreten. Jetzt gehört auch Hannover dazu. Die Räder können nach einer Registrierung über eine App ausgeliehen und an bestimmten Stellen in der Stadt kostenfrei wieder abgestellt werden. Die Leihgebühr beträgt 1 Euro pro halbe Stunde und maximal 9 Euro am Tag. Vertreibung aus dem Paradies heißt die Ausstellung, die jetzt im Park des Edelhofs Reglingen zu sehen ist. 12 zeitgenössische KünstlerInnen aus Hannover präsentieren hier noch bis zum 6. September ihre Werke. Von Bildern über Skulpturen bis zu Soundinstallationen beschäftigen sich die Werke unter anderem mit dem Thema Umweltverschmutzung. Die rund 3 Hektar große Parkanlage kann von donnerstags bis sonntags besucht werden. Am Sonntag werden am Maschsee wieder mehr oder weniger seetaugliche Boote zu Wasser gelassen. Zum 21. Mal startet das Funbootrennen Balsen Crazy Crossing.
Mehrere Teams versuchen mit selbstgebauten Booten den Maschsee vom Courtyard Hotel zum Sprengelmuseum zu überqueren. Bei der Generalprobe heute hat das Team von Antenne Niedersachsen sein Boot schon mal getestet. Das Rennen startet am Sonntag um 15 Uhr. Brot für die Welt. Das ist ein Satz, den wohl jeder von uns kennt. Seit 60 Jahren existiert die dahinterstehende kirchliche Organisation jetzt. Sie leistet Entwicklungsarbeit vorrangig im Süden der Welt. Wie sich die Arbeit auszahlt, sieht man aber auch bei uns im hohen Norden. Na, wenn Sie mich anschauen, dann könnten Sie auf die Idee kommen, was macht der Weihnachtsmann im Sommer? Nee, das ist natürlich nicht der Weihnachtsmann, sondern Uwe Becker von Brot für die Welt. Und der macht hier keinen Urlaub, sondern der wirbt für seine evangelische Hilfsorganisation. Die feiert in diesem Jahr nämlich 60. Geburtstag und das will Becker auf Langeoog feiern. Unterstützern möchte er Danke sagen und Touristen für seine Sache gewinnen. Brot für die Welt arbeitet seit über 60 Jahren mit Partnern im globalen Süden zusammen, um es mal ein bisschen pauschal zu sagen, schlagwortartig. Und wir unterstützen unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe Menschen, ihre Geschichte selbst in die Hand zu kriegen, sich für erlittenes Unrecht zu wehren, für Rechte einzusetzen oder Landwirte, die bessere Technologien lernen, um für sich und ihre Familie genug zu essen zu haben. In diesem Jahr zum Beispiel unterstützt Brot für die Welt vor allem Bauern in Sierra Leone. Denn ein zentrales Ziel der Organisation ist die Durchsetzung von fairem Handel. Und so ist er auf Deutschlands einzig zertifizierter Fairtrade-Insel Langeoog genau richtig. Auf der 2000 Einwohner Nordseeinsel arbeiten mehr als 20 Betriebe überwiegend mit fairen Produkten. Und auch die Kirche ist aktiv dabei. Wenn es nach ihr geht, soll hier bald alles Fairtrade sein. Von der Kaffeebohne bis zum Klopapier. Langeoog in der Tat ist hier auch ziemlich vorne weg. Ich habe gerade mit dem Bürgermeister gesprochen, der da auch einen richtigen Willen hat, dass das wird. Manchmal scheitert es noch an Fragen, können wir uns das alles leisten, können wir alle Häuser so umrüsten, dass wir wirklich vollumfänglich Fairtrade und nachhaltig sind. Aber der Wille und die ersten Schritte dazu sind hier wirklich sehr, sehr stark. Und ich finde es genau richtig, dass auf so einer Insel wie Langeoog, wo ja Klimawandel uns vielleicht auch als erstes ereilt, da ganz vorne weg mit dabei ist. Und dass Kirche auch mit weg vorne weg dabei ist. Ja, und auch Brot für die Welt will weiter vorne weg dabei sein. Die Spenden, die vor allem in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren eingesammelt werden, sollen weiterhin in der Entwicklungshilfe eingesetzt werden. Ökolandbau, der Einsatz gegen Kinderarbeit und der Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen sind dabei die wichtigsten Themen. Ich wünsche mir Menschen, die Brot für die Welt gut finden und unterstützen. Ich wünsche mir, dass Leute sich beteiligen, sich engagieren in den Kirchengemeinden, in den diakonischen Werken, die Brot für die Welt vorantreiben und Menschen sich unseren Kampagnen, unseren Aktionen anschließen, indem sie einen Cent oder einen Euro oder was auch immer geben oder sich bei den politischen Forderungen unterstützend einbringen. Das wünsche ich mir. Wir haben jetzt noch einen ungewöhnlichen Kinoabend für Sie. Unter freiem Himmel zeigt das Cinema del Sol am Samstagabend den Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Erstaunlich ist auch die Technik des Kinos. Dort wird vom Projektor bis zur Zontechnik alles mit Sonnenenergie aufgeladen. Die gespeicherte Energie wird dann zur Vorstellung an immer unterschiedlichen Orten genutzt. Diesmal macht das Solarkino am Energiebunker in der Liststation. Veranstalter ist der Wissenschaftsladen Hannover. Das war 0511 am Wochenende. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.